Hi Leute, heute wollte ich euch das Trockenbürsten vorstellen. Ja, das Trockenbürsten habe ich das erste Mal selber vor noch gar nicht allzu langer Zeit ausprobiert. Vielleicht vor einem Jahr oder einem halben Jahr habe ich das eigentlich dann mal das erste Mal wirklich regelmäßig gemacht und wollte euch in dem Video hier einfach mal kurz meine Erfahrungen, Empfehlungen für euch weitergeben. Das ist keine Anleitung hier fürs Trockenbürsten, weil viele machen das ja auch in einem Muster, wo es anfangen und so weiter. Das wollte ich nicht erwähnen. Da könnt ihr einfach mal nach einer Anleitung schauen im Internet. Aber ja, es geht eben ums Trockenbürsten. Ich habe hier nur so eine. Eigentlich ist es, glaube ich, gar keine richtige Trockenbürste. Es ist eigentlich eine sehr harte, normale Bürste, glaube ich. Ja, das Trockenbürsten hat eben die Vorteile. Ich habe es auch schon mal in dem Video mit den 8 besten Detox-Methoden vorgestellt. Ich verlinke das Video auch mal oben. Und Trockenbürsten entgiftet den Körper einfach gut. Es bringt den Lymphfluss in Gang. Der Lymphfluss ist für die Entgiftung zuständig. Dadurch werden die Gifte abtransportiert. Und genauso bringt es den Blutfluss in Gang und die Haut wird dadurch einfach wieder so schön glatt, geschmeidig. Die alten Zellen werden runtergerieben und es ist wirklich eine gute Entgiftungsmöglichkeit. Die Haut ist das größte Organ mit der größten Oberfläche. Man kann eben über die Haut allgemein sehr gut Gifte ausscheiden, sei es jetzt über Saunagänge, über das Schwitzen. Sei es über Einläufe, dann ist es die Darmhaut oder eben übers Trockenbürsten auch. Die alten Zellen werden runtergebürstet, die toten Zellen. Die Haut wird schön glatt, also ich habe das bei mir selbst beobachtet, wirklich nach 2-3 Wochen, wie die Haut nochmal glatter wird und einfach sich besser anfühlt. Und kann das wirklich nur empfehlen, um die Haut da zu unterstützen. Genau, und gleichzeitig, wie gesagt, der Blutfluss wird angeregt, die Durchblutung und der Lymphfluss. Die Entgiftung kann richtig stattfinden. Genau. Und in diesem Video mit diesen 8 besten Entgiftungsmethoden, Detox-Methoden, wo ich gemacht habe, da hatte ich noch drunter unter dem Video eine Trockenbürste verlinkt. Die hatte jeder immer verlinkt. Ich habe im Internet überall nämlich geschaut gehabt nach veganen Trockenbürsten, habe aber nichts gefunden. Und jetzt war ich, wo ich am Bodensee war im August, da war ich auf, was, Mainau? Ich glaube Mainau auf der Insel, da war so ein Bioladen und die hatten da vegane Trockenbürsten, genau. Und ich schaue nochmal im Internet und dann, wenn ich es finde, verlinke ich es nämlich direkt mal drunter. Das hat mich nämlich gefreut gehabt, so. Ich habe echt überall geschaut gehabt im Internet und nirgends irgendwas gefunden. Deswegen hatte ich in dem anderen Video noch einen Link von einer anderen Trockenbürste drunter gestellt. Genau. Und jetzt hatte ich aber auch eine pflanzliche gefunden, weil so ansonsten waren alle immer aus Pferdeborsten, glaube ich, genau. Und es gibt auch noch so Mischungen, ich habe die auch in diesem Laden da am Bodensee mal ausprobiert, wo noch Kupfer mit verarbeitet wurde, feine Kupferhaare sozusagen, Späne. Und das energetisiert die Haut auch nochmal, das hat sich auch sehr gut angefühlt mit dem Kupfer, wenn man das macht, genau. Ansonsten, ich verlinke die Bürste mal drunter, wenn ich sie finde, genau. Ja, und wie gesagt, kann ich einfach nur jedem empfehlen, sollte man kurzer Tipp für euch sein, kleine Anregung, probiert es mal aus, es hilft der Haut wirklich unglaublich, hilft die Gifte einfach schneller auszuscheiden, schneller loszubekommen, genauso wie eben Einläufe, Saunagänge oder sonstige Methoden, wie ihr in dem Video seht, wo ich jetzt bereits schon erwähnt habe, öfters, genau. Ansonsten, macht's gut Leute, euch noch einen schönen Tag, ciao.